Servus, ihr lieben Krieger da draußen und willkommen zurück zu Hellblade mit unserer lieben Senua. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, da hatte ich ja den kleinen Fail. Wir haben das Schwert neu geschmiedet, was sie hier stecken hat an der Seite. Danach haben wir gegen die Dunkelheit gekämpft, also es gab sehr, sehr viele Kämpfe, geile Cutscenes, geile Atmosphäre, also wenn ihr das verpasst habt, unbedingt noch nachholen. Ist auf dem Kanal oder in der Playlist. Und ich weiß nicht, ob es die letzte Folge wird oder die vorletzte. Wir gucken einfach mal, denn ich denke, wir werden jetzt nach Valheim kommen und die Dunkelheit endgültig besiegen. Das war ja von Anfang an unser Ziel und wir wollen sie nun natürlich helfen, dass sie das auch schafft. Also ziehen wir einfach mal weiter und gucken, was uns heute erwarten wird. Genau, diese Stimmen in dem Kopf, die hat sie auch jedes Mal. Also wir mussten ja diese Prüfungen machen von den Steinen. 4 Stück und die haben wir erfüllt, um diese Illusion zu besiegen von dem Schwert und um das neu zu schmieden. Und das haben wir geschafft mit Senuas alten Beliebten. Dann hat sie diesen Hass verspürt von der Finsternis von ihrer Stimme. Uns wurde gesagt, ja, warum kämpfen wir noch? Es ist doch eh schon alles verloren. Aber wir haben es dann doch geschafft, dieser Stimme zu entkommen und jetzt sind wir wieder hier im Jetzt. Wir helfen dir. Ja, da bin ich gespannt, ob ihr helft. Weil ab und zu habt ihr geholfen, aber sonst habt ihr gesagt, nee, es hat alles keinen Sinn. Er sagt mir gerne, wohin ich muss. Ich schätze mal darunter, oder? Oder da hoch. Wir werden dich nicht verlassen. Dann habe ich wenigstens 2, mit dem ich mich unterhalten kann. Da kann ich nicht hoch. Da müssen wir hoch. Da ist die Tür. Ja, wenn man kein Englisch kann, dann ist man hier ein bisschen aufgeschmissen, aber naja. So, ich schätze mal, wir müssen hier dann wieder Runen finden, dass wir die Tür aufmachen können. Schauen wir mal. Oder kann ich da einfach durch? Ich höre nicht auf euch. Ja, das ist richtig so. So, und hier ist die Tür. Geht's hier nach Helheim oder wird noch irgendwas auf uns zukommen? Weil ganz am Anfang des Spiels war da so eine riesige Brücke, die versperrt war, wo wir den Gott des Feuers und der Illusion besiegen mussten. Jetzt sind wir hier. Ja, wir haben den Erfolg. Enter Hellheim. Wir sind da wo wir von Anfang an hin wollten. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rayan. Da geht's nicht weiter. But Rayan does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rayan's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rayan's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath. Erfahren wir ein bisschen was über die Geschichte. Öffnen nicht die Tür. Oh. Okay, die Stimmen sagen nein, aber ich mache es. Jetzt geht's rein, ne? Da haben wir schon wieder die Stimmen, die sagen, geh nicht rein. Ein Ungeheuer bewacht Helheim und das müssen wir wohl besiegen, oder? Jetzt müssen wir uns unseren Ängsten stellen. Wie willst du denn Dillion retten, wenn du zu feige bist? Du musst es tun. Schau einfach nicht nach hinten, du schaffst das. Die Bestie verfolgt dich im Schatten. Dein Schwert ist nutzlos. Hier? Die Tür ist zu und jetzt sind wir in der Dunkelheit. Okay, wir können es nicht besiegen, wir müssen irgendwie einen Weg finden.
Es ist Galena? Mother, do you hear that? Don't fall for it. It's me, Senua. So loud. Das ist bestimmt ein Trick. So full of hate. Die Bestie will es jetzt reinlegen, indem sie ihre Mutter vorspielt. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and that they won't be with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you to them. See them? Do you see their faces? Die Fenster still die Erinnerungen. He's coming! Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Oh je, jetzt geht's hier richtig ab. Oh Gott. Und in der Dunkelheit darf ich jetzt das Symbol suchen? Ja, herzlichen Dank. Oh je, das wird ja lustig. Okay, ein kleines P, großes P und eine Schlaufe. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. Jetzt erfahren wir wieder ein bisschen was über die ganze Geschichte hier. Alter, jetzt geht's hier richtig tief rein. Und hier soll ich was finden? I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now. Muss ich da durch? Alter. Holy shit. Und da vorne ist wahrscheinlich das erste Symbol. Wo muss ich hin? Da hinten ist angeblich ein Symbol. Die Fackel, ne? Muss ich mir hier wieder eine Lösung angucken oder kriege ich das hin? War ich da unten jetzt umsonst oder? Wo kriege ich eine Fackel her? Bereichen, da ist es immer richtig kopfzermürbend. Jetzt wird man hier die ganze Zeit verfolgt, ernsthaft? Das kann's doch nicht sein. Ach, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ah, okay. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das auch geben wollt. Ich schätze mal, die Symbole sind alle unten. Dann schaue ich jetzt mal, ob es hier nochmal eine neue Fackel gibt. Nee, es gibt nur eine. Das ist ja Betrug. Gut, dann werde ich mich jetzt ein bisschen umschauen und dann würde ich sagen, bis gleich, liebe Freunde.
So, Leute, schaut mal, hier ist tatsächlich noch mal eine neue Fackel. Die habe ich am Anfang nicht gesehen. Und jetzt können wir hier die Lichter anmachen. So, zack. Hier ein Licht. Hier ein Licht. Das Licht wird dich leiten, ja, ich hoffe es. Da ein Licht. Zack. Und hier ist es. Das kleine P. So, zwei Stück brauchen wir noch. Aber eine haben wir schon mal. Und ich hoffe, der Sound passt auch in dieser Folge, weil in der letzten Folge habe ich, weil ich es fand, in Dunkelheit war der Sound ziemlich laut, habe ich es jetzt wieder ein bisschen runtergedreht. Also ich hoffe, das passt so für euch. Gerne mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt mal wieder hier oben. Da geht's auch noch rein. Hier ist wieder so eine Sprachanlage. Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon. Und hier kann man nicht nur runtergehen, sondern man kann auch nach oben. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about. So, ihr verlöscht, die Finsternis wird kommen. Ah, das hoffe ich nicht. Es ist richtig, richtig dunkel. Können wir ein Licht anmachen? So. Dann ist hier das große P. Jetzt brauchen wir noch ein was. Dann haben wir es geschafft. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Dann haben wir eine Tür, die können wir aufmachen. Imprisoned in her room at night. So, auf geht's. In the dark, coming through the walls. Kann ich hier anmachen? She once thought everyone could see her. Sehen wir ein bisschen was? I mean, that's what children say all the time. So, und hier irgendwo muss das letzte sein. That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zimbath, could see the monster in her. Das ist, glaube ich, ja auch wie so eine Art Labyrinth. Da geht's runter. Da ist Blut. Oh mein Gott. So, und da ist es, unser neues Schwert, von dem ich vorhin geredet habe. Alter. In der Dunkelheit kämpfen wir, das wird lustig. So, jawohl, ich habe ihn getreten. So, wir aktivieren ihn mit dem Modus. Oh, er macht sich unsichtbar. Hat er mir die Fackel geklaut? Der hat mir die Fackel geklaut. Gib es mir wieder. Damit. Sehr gut getreten. Oh, da kommen noch mehrere. Ja, das Spiel möchte einen jetzt so ein bisschen herausfordern, habe ich das Gefühl. So, zack, von drauf. Alter, guck mal, wie viele das sind. Sehr gut. Man sieht halt nur sehr wenig. Komm schon. Nur glückst du nicht fehl, wenigstens fehlt's. Sehr gut, wir haben es geschafft. Hier ist irgendwo das Symbol.
Wir haben es geschafft. Zurück zur Tür. The beast is crawling into your mind. Die Bestie kriecht in deinen Geist. Sucht nach Schwächen ist. Möchte ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Was benutzt deine Mutter? Ein Scheiß. I don't remember. I was only five. They told me she's dead in the darkness. That she's with the gods. So, wir haben alle Runen gefunden. Jetzt gehen wir hier durch. Ist sie jetzt die richtige Bestie? Werden wir auf Senuas Mutter treffen? Es ist eine Falle. Ach du Scheiße. Das war mir schon klar, dass es eine Falle ist. Lauf! Volles Licht. Oh nein, nicht einstürzen. Alter, was geht hier ab? Und das war das das Schwert oder das Licht? Ah, das war ihr Geliebter, oder? Du hast ihn verloren. Oh je. Das waren diese Erinnerungssplitter von Dillian, die wir gesammelt haben. Und die haben jetzt verloren. Also war alles umsonst. Oh je. Erinnerst du dich an die Finsternis? The beast is bringing it back. Oh je, was passiert hier? Mother. Das wird ja richtig krass. Why did you leave me? This darkness. It's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. Und wie willst du das jetzt machen? Willst du da ernsthaft runtergehen? Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Ach, Senua. Na, es ist ihr Geliebter und sie will alles für ihn tun. Deswegen. Also ist unsere Reise doch noch nicht vorbei. War ja klar, dass da noch ein Plot-Twist dazwischen kommt. Nur nicht runterfallen, da unten ist er. Hauptsache das Schwert haben wir noch, weil wenn da jetzt irgendwas kommt, dann werden wir ziemlich aufgeschmissen. Aber komm, du kannst das schaffen, wir sind so weit gekommen. Rein zufällig wieder eine Fackel. Jetzt geht's unten tief rein. Also ich muss sagen, ich weiß nicht warum, das liegt wahrscheinlich an der Fackel und wegen den Texturen, aber so diese schwarzen Schatten, die sich ein bisschen bewegen, sieht ab und zu komisch aus. Also ich habe auch, ja, weil Schatten brauchen ziemlich viel, habe ich die auch ein bisschen runtergestellt, aber ja, trotzdem. Qualität, Vollbild, Great Trail, können wir mal hoch machen. Ja, wobei Schatten habe ich sogar hoch, können wir mal auf hoch machen. Dann war das noch sehr hoch. Nee. Wir können mal. Raytracing braucht auch viel Leistung, aber ich kann es mal hoch machen. Vielleicht sehen wir ja einen Unterschied. Bestätigen. Oh ja, ein kleiner Unterschied ist schon direkt da. Weil für die Leute, die Raytracing nicht kennen, das sorgt dafür, dass man zum Beispiel so Regentropfen sieht, wenn es regnet, Spiegelungen in Spiegeln, in irgendwelchen Action-Spielen. Oder hier zum Beispiel das von der Fackel. Das ist nicht ganz cool. Oder hinten ist eine R. R wie Regen.
Und zum Beispiel hier diese Partikel von der Fackel oder hier das Wasser. Das hat alles mit Raytracing zu tun. So, da ist das R. Oh, direkt kämpfen. So, komm her. Ich trete dich. Komm doch. Komm her. Ja, klopf nur auf dein Schild. Klopf nur. Ich trete dich. Kommt alle nur her. So, jetzt ein zweiter. Also aktivieren. Gleich voll drauf. Sehr gut. Diese dunklen, die mag ich nicht. Mit diesen Totenkopf, die sind schon ein bisschen stärker. Aber klar, wir kommen jetzt auch zum Ende des Spiels. Da ist das alles kein Durchlaufen mehr. Granate, ey. Oh nein, 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 nein. Zwei Fette auf einmal, Digga. Ja, ich brauch meinen Fokus. Jetzt bin ich hier ganz schnell weg vom Fenster. Sei er schnell weg. Nein, 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 nein. Ich sterbe. Jetzt er. Sehr gut, schön getreten. Oh, wir haben es geschafft. Die Bestie kommt. Schnell, heb die Fackel auf. Ach Gott. So, jetzt müssen wir das R finden. Aber ich würde sagen, wir machen hier Pause. Und suchen das eher beim nächsten Mal. Es war wieder richtig rasant. Mir hat die Folge auch Spaß gemacht. Jetzt ist zu Ende hin, kommt der Spaß so ein bisschen raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gern Daumen nach oben lassen. Nach oben da lassen. Mensch, Bubble. Ja, wenn ihr das Finale mich nicht verpassen wollt, auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke anmachen. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn das Finale draußen ist. Vielleicht kommt es noch heute am Tag. Ne, wobei wir hatten schon Dead by Daylight. Drei Videos am Tag. Weiß ich jetzt nicht. Ja, schätze ich mal Sonntag oder Montag, wenn ihr das Video seht. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen, hören oder keine Ahnung in den Kommentaren. Wisst Bescheid. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen restlichen Tag. Macht's gut und Servus.